Nächster Redner ist ebenso von der ÖVP Andreas Zakostelski. Herr Präsident, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuseher. Ich bin recht froh, dass mein Vorredner, den Kollegen Angerer, jetzt, glaube ich, sehr praxisorientiert aufgeklärt hat und damit auch der Freiheitlichen Partei die Möglichkeit gibt, doch einmal ein Signal zu setzen und auch für die Gemeinden einzutreten und etwas Positives hier mitzubewirken. Und damit es noch leichter fällt und Sie vielleicht auch die Grünen, Professor Rossmann ist jetzt zwar, glaube ich, nicht mehr im Raum, aber vielleicht leichter fällt, auch hier mitzustimmen, würde ich sagen, halten wir uns doch einfach an ein paar Fakten. Es wurde heute bereits ausgeführt, dass der Bund mit diesem Gesetz 175 Millionen an Gemeindeinvestitionen in Bewegung setzt. Das Wesentliche dabei, auch schon angedeutet worden, aber ganz wesentlich, es geht hier um die Modernisierung der Infrastruktur unserer Gemeinden in Österreich. Und immerhin zwei volkswirtschaftliche Aspekte. Ich glaube, die Kollegin Greiner hat es vorhin auch angezogen. Auf der einen Seite werden Arbeitsplätze damit geschaffen, immerhin 8.000, Zahl auch genannt worden. Und noch nicht erwähnt, immerhin wird unser Wirtschaftsstandort Österreich hier auch unterstützt, weil die Wertschöpfung, und das hat auch das WIFO errechnet, 0,38% des BIP bewirkt. Damit, meine Damen und Herren, sehr wichtige Initiativen. Und diese Infrastrukturprojekte sollten es uns allen ermöglichen, hier zuzustimmen. Es geht um Schulen, es geht auch um Betreuungseinrichtungen für Kinder, für Senioren, Straßenbau. Und immerhin ist auch ein Zuschuss für den flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes in Österreich damit möglich. Ich würde sagen, die richtigen Investitionen in die Zukunft unseres Landes, meine Damen und Herren. Die konkrete Höhe der für jede Gemeinde zur Verfügung stehenden Bundeszuschüsse wurde vom Bundesministerium ja bereits auf der Homepage veröffentlicht, damit sehr transparent und gut einsichtig. Jede Gemeinde kann sich das, wie Kollege Obernostra angesprochen hat, ansehen. Man kann also diesem Gesetz wirklich nur absolut positive Seiten abgewinnen. Vor allem, und das, glaube ich, hat Kollege Angerer auch bereits eingeräumt, den Gemeinden ist in den letzten Jahren natürlich durch die Ausgaben im Sozialbereich ein zusätzlicher Aufwand entstanden, gar keine Frage. Meine Damen und Herren, ich glaube, nach den Wirrnissen des heutigen Tages sollte ein solch vernünftiges Gesetz, man nennt es faktenbasiert, Kollege von den Grünen nickt schon, glaube ich, zustimmend, sollten wir uns doch finden und hier zu einer einstimmigen Zustimmung kommen und damit den Gemeinden in unserem Lande einen Impuls ermöglichen und nicht durch parteipolitisches Geplänkel auch bei so einem Sachthema vielleicht dagegen stimmen. Das wäre sehr schade, meine Damen und Herren. Raffen Sie sich auf. Dankeschön. Das Gesetz habe nur positive Seiten, lobt Andreas Zakostelski von der ÖVP.